Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mehr als 2 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention liegt nun dieser Bericht auf unseren Antrag vor. Und dieser Bericht ist wie eine Silvesterrakete. Zuerst sieht er super aus, aber wer länger hinschaut, der findet sich im Nebel wieder, leider. Ich möchte diesen Bericht kommentieren mit einem Beispiel und 4 Thesen. Ich möchte anfangen mit dem Beispiel mit Paula. Paula hat einen speziellen Förderbedarf und im Kindergarten ist sie ganz intensiv durch Heilpädagogin unterstützt worden, hat auch Fortschritte gemacht. Als sie in die Klasse gekommen ist, in ihre erste Schulklasse, in die flexible Eingangsphase, da gab es plötzlich für die ganze Klasse nur noch 2 Stunden für alle Kinder, ganz unabhängig, welchen Förderbedarf sie haben. Und der Förderbedarf wird in den großen Blöcken Alice und E auch nicht mehr festgestellt. Das ist, wenn Paula wieder in die 3. Klassenstufe kommt, dann setzt wieder eine spezielle Förderung ein. Das ist vielen Eltern und aber auch vielen Lehrkräften überhaupt nicht mehr zu vermitteln. Meine erste These ist, Schleswig-Holstein hat eine gute Tradition in inklusiver Bildung. Der Minister hat es angesprochen, wir haben im Bundesvergleich wirklich mit Abstand die höchste Inklusionsquote, das ist gut, aber sie ist eben noch nicht gut genug. Wir wissen, dass das Landesförderzentrum Vorreiter ist, mit der Schule ohne Schüler seit über 30 Jahren. Aber wenn wir uns jetzt auch nochmal den Fall von Paula angucken, dann sieht man, in der Eingangsphase ist ein guter Gedanke gemacht worden. Man sagt, eigentlich gehören die Förderlehrkräfte in die normale Regelschule, in die ganz normale Klasse. Wenn ich dann aber, also das ist gut gedacht, aber in der Praxis hilft es eben nicht viel, weil dem einzelnen Kind möglicherweise gar nicht gerecht, weil man dem eigenen Kind gar nicht mehr gerecht werden kann. Also es gibt keinen Grund, sich auf den bisher guten Erfolgen auszuruhen. Zweite These, gute Inklusionsquote heißt nicht unbedingt auch gute Inklusion. Die Inklusionsquote ist ein wichtiger Index, aber er blendet ganz wichtige Fragen aus und es misst eben nicht, Herr Minister, wie Sie beschrieben haben, inwieweit wir den Kindern konkret gerecht werden. Wie sind die Abschlüsse der Jugendlichen mit Förderbedarf? Das wird gar nicht erhoben. Wie entwickeln sich ihre Kompetenzen? Wie viel Geld geben wir eigentlich aus für das einzelne Kind? Und wie ist der Bundesdurchschnitt? Das ist nicht nur ein schleswig-holsteinisches Problem, das wird insgesamt, bleibt insgesamt im Dunkeln. Das heißt jetzt bezogen auf den Fall von Paula, wir wissen zwar, dass sie in einer normalen Regelschule ist, ob sie da aber gut gefördert wird oder nicht, das kann man überhaupt nicht erkennen. Und die Idee mit dem Index für Inklusion ist gut, aber er gibt eben überhaupt keine Steuerungselemente für uns an die Hand. Also wir haben im Bundesvergleich eine hohe Inklusionsquote, aber ob die Qualität inklusiver Schule gut ist, das bleibt offen. Wir müssen, das ist die dritte These, die Ressourcenfrage mitdenken. Und in Ihrem Bericht geht es, Herr Minister, keine Seite lang um diese Frage, wie man denn damit klarkommt. Und in der Praxis ist genau diese Frage nach den Mitteln und nach den Personalressourcen eine entscheidende Frage. Sie sagen, inklusive Beschulung sei im Rahmen der vorhandenen Ressourcen zu verwirklichen. Aber Sie benennen nicht, was diese Aussage konkret bedeutet. An welcher Stelle muss ich eigentlich in die Systeme reingehen? Wo gibt es zusätzlichen Mehrbedarf? Und ich gehe jetzt nochmal auf das Beispiel von Paula ein. Wenn man sich vorstellt, man hat eine Klasse mit Erstklässlerinnen. Wir haben von Herrn Garg im Sommer vernehmen können, dass die Schuleingangsuntersuchung über 50% auffällige Kinder festgestellt hat. Das muss sich ja möglicherweise irgendwie auch niederschlagen in der Frage, wie intensiv muss eigentlich die Betreuung in der Eingangsphase sein. Das heißt also, wenn ich sage, 2 Stunden Prävention für eine ganze Klasse, egal wie viele Kinder mit Förderbedarf drin sind, dann ist das möglicherweise nicht pädagogisch bedingt, sondern es ist ökonomisch bedingt. 4. These, Potenziale und Herausforderungen auf dem Weg zur inklusiven Schule in Schleswig-Holstein müssen klar benannt werden. Und das versäumt leider dieser Bericht. Die Problemfelder, oder ich kann das auch Herausforderungen nennen, die werden eigentlich nicht klar benannt. Es wird dargestellt, welche guten Maßnahmen bisher getroffen worden sind. Aber es dient eigentlich überhaupt nicht als Fahrplan auf dem Weg zur inklusiven Schule. Wir brauchen, wenn wir weiterkommen wollen, nachvollziehbare Zahlen, Transparenz der Strukturen, Klarheit bei den Stolpersteinen und den Potenzialen. Und auf der Grundlage könnten wir dann im Ausschuss auch wirklich vernünftig beraten. Ein Fahrplan für inklusive Schule ist dieser Bericht eben ja leider nicht. Ich hoffe und ich bin auch sicher, dass uns die Ausschussberatungen da weiterbringen können auf dem Weg alle inklusive. Es ist noch ein weiter Weg,
bis wir die UN-Behindertenrechtskonvention in unseren Schulen umgesetzt haben. Denn die gilt eigentlich erst, wenn Eltern sagen, natürlich geht mein Kind mit den Nachbarskindern in eine Schule, weil ich sicher bin, egal wo ich lebe, dort wird es optimal gefördert. Packen wir es an.